So krass an, ey. Komm wieder. Ihr habt alle keine Ahnung. Also bitte, also der zeigt dir ein Dings, ein Pedokringel. Pedokringel zeigt dir mit der Rolex. Mann. Du hast auch Pedokringel mit Türkei-Rolex, das kann doch nicht mehr wahr sein. Ist, ich bin Kölner, ich kann auch im Notfall über mich selbst lachen, aber das Schöne ist halt einfach. Oh mein Gott, ey, echt. Lass mal die nächsten Jahre abwarten und dann gucken wir. Falls du die nächsten Jahre hast, mein lieber Pharao, hast du eine Garantie, dass du lebst die nächsten Jahre? Das hat niemand. Siehst du, also musst du doch die Ewigkeit ergreifen, anstatt diese paar Tage und Jahre, die du hier hast. So sieht's aus. Ja, und ich hab die Ewigkeit. Wo, wie hast du denn die Ewigkeit? Messingkreuz. Ja. Was? Mann, Pharao, echt. Ich hab meine Ewigkeit habe ich gesichert durch Guck mal, ihr glaubt doch an spirituelle Sachen, dann lasst mich doch einfach meine Ewigkeit gesichert haben durch Guck mal hier, schöne Eule. Nicht, was sollen wir denn jetzt noch machen? Sollen wir den jetzt rauskicken? Sollen wir weiterreden? Der hat alles, der hat diese ganzen okkulten Sachen da tätowiert. Ja, alle. Der hat alles. Hier, ich bin eine Eule. Der hat Freimaurer-Starter-Paket. Alles hat er sich gekauft. Ja, Freimaurer-Monatsabo. Ich bin eine Eule, guck mal. Das kann doch nicht mal wahr sein. Nee, Pharao. Komm, hör auf. Lass den Krempel, die du gekauft hast, auf dem Flohmarkt, auf dem eBay-Kleinanzeigen. Tu das mal weg. Oder schmeiß sie einfach in den Müll. Komm zu mir, Jesus Christus, sag her. Gib mir wieder meine Würde zurück. Und der Herr gibt dir deine Würde wieder zurück. Ich mach hier gerade wirklich Spaß mit euch. Ne? Das checkt ihr nicht, oder? Ja, trotzdem, wir lachen ja mit, ist ja kein Problem. Ich könnte jetzt hier auch ernst mit euch reden, aber ich finde das ist einfach sehr unterhaltsam gerade. Macht euch ruhig lustig über mich. Aber Hauptsache, wir haben jetzt keine Ahnung, wie viele Leute hier drin sind, die sich freuen und denken, jo, witzig, keine Ahnung. Ist doch alles cool. So, im Endeffekt. Das ist eigentlich aber, im Endeffekt ist das nicht witzig. Können wir doch alle, dass du deine Seele wegen ein paar Euros wegschmeißt, das ist nicht witzig. Kreuz machen. Oder hier, guck mal, lass mal alle. Hä? Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und folge dem Herrn Jesus Christus nach. Komm. Amen. Das macht er da. Der zupft sich seine Augenbrauen. Ey, das. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin gezeichnet! Nein, der macht mich nicht. Jetzt ist der Crow, Lizard. Jetzt ist der Crow. Das Kreuz auf die Stelle. Lizard, der ist Crow. Was? Nein, bleib da. Nein, der ist jetzt Klo, nicht Crow, Klo. Klo, ja, der bessere Rapper. Klo. Lizard, warum macht. Warum? Warte, ich muss mal Screenshot machen, warte mal. Oh mein Gott, bist du jetzt weg? Digga, warum ist jetzt slow? So, ich musste kurz einen Screenshot machen. Was ein Gottloser. Ja. Guck mal, ist das nicht schön? Ah, ich hab noch was Besseres. Guck mal, was er da macht. Scheiße. Ja. Der malt sein eigenes Gesicht an. Das ist doch nicht mehr normal. Upside down. Reza, der malt sein eigenes Gesicht an. Das kann doch nicht sein. Und der freut, ey.
Der Satan lacht sich kaputt über ihn. Ne? Wer weiß, wer hier durch mich spricht? Vielleicht spricht hier auch gerade jemand anders durch mich. Bin nicht ich selbst. Siehst du, deswegen habe ich gesagt, der Satan lacht sich kaputt gerade. Ja, Vater, vergib ihn, denn er weiß nicht, was er tut. Ja, der weiß schon, was er tut, glaube ich. Der weiß schon, was er tut. Leute, ich gehe jetzt schlafen, ich kann nicht mehr. Das ist mit der Amir, mach Erfahrung aber noch wenigstens ein Foto von seinem schönen Gesicht mit diesem Billig-Kugelschreiber da auf sein nicht Gehirn da, was er gemacht hat. Und tu das mal geklappt. bitte auf ganz große Poster machen auf dein Schlafzimmer, damit du das Ach, jeden jetzt Tag. Screenshot. Komm, mach hier. Nein, Pharao, bitte, du musst Buße tun, Mann. Du musst umkehren und zu Jesus Christus kommen. Jetzt mal Spaß Oder beiseite. Jetzt was haben wir für gelacht, haben wir mach Tri jetzt, Tita mach jetzt, mach Tahaha jetzt, gemacht. mach jetzt. Mach Pharao, Screenshot. Pharao, du musst zum Herrn Jesus Christus kommen und deine Schuld Nein, bereuen. mach das. Aber ich Du glaube, kannst für ihn jeden ist das Tag, zu spät. Ich glaube, für du ihn ist kannst es zu spät. jeden Tag in den Tod gehen und dann kehrst du nicht zurück, um Buße zu tun. Mach das nicht. Setz deine Ich habe Ewigkeit nicht Buße aufs genug. Spiel. Setz deine Glaub mir, ich Ewigkeit habe nicht Buße auf. Setz getan. deine Ewigkeit nicht aufs Spiel für eine Türkei-Rolex und ein Messingkreuz mit Pädophilen-Symbol da drauf. Ich bitte dich von Herzen, Mann. Amir, der hat gesagt, der hat den Herrn abgeschworen. Der hat schon der hat diese Entscheidung getroffen. Ja. Wie viel Der hast du hat. gerade getrunken? Drei Flaschen? Ach, Eine Rotwein ganze hast du Flasche. getrunken. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben Hallo. unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Weiter. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt gehst du Ja, schlafen. aber der verspottet das leider. Ja, Danny raus jetzt mit dem. Ja, ich hätte. Jetzt muss man Warte, lass leider mich doch eins kurz einen sagen. Cut machen. Nein, tschüss. Ich gehe auch raus, ja. Ja, So. ihr Lieben. Dann, ja, Da dann sieht gute man, Nacht. was mit einem passiert, ne, wenn man auf eBay Kleinanzeigen zu sehr rumhängt. Ja, aber Bruder Zu Redner, das ist doch kein Zufall mehr, was er da alles tätowiert hat. Dass man noch nicht mal seinen Namen richtig schreiben kann. Der schreibt Pharao mit V. Das heißt, er hat noch nicht mal Schule besucht. Der weiß Lesa, bitte. noch Also, ich verstehe, wenn zum Beispiel Jay-Z, Beyoncé ihre Seele so für 1 Milliarde Euro so verkauft haben, verstehst du? Pharao. Das ist ja natürlich heftig. Da kann man sagen, okay, die haben wenigstens ihre Seele nicht für so ein paar 100 Euro weggeworfen. Aber der kommt mit einem Messingkreuz an und mit einer Türkei-Rolex. Das musst du dir geben. Ja, jeder hat seinen Preis, ne? Das ist das. It was a Glaube ich crappy sowas. deal. This It was a crappy deal was für eine Happy Meal, genau, hat er gesagt, ne? Ich habe meine Seele verkauft für ein Happy Meal, aber das ist eine Lüge. Der hat seine Seele für Gutes verkauft, für gutes Ja, Geld. natürlich. Natürlich. Na gut, Digga, Bruder Reza, einfach wollen nur wir dann 2 traurig. Uhr? Einfach nur traurig. Bruder Reza. Was steht da? Ja, Nein. gute Nacht, ihr Lieben. Kann noch jemand einmal jemand beten für uns? Ja, Bruder Reza, kannst du einmal beten oder du, Amir? Ja, mein Bruder, oder möchtest du, soll ich beten, das auch du? Ja. Ja, du kannst beten, wenn du willst. Ja, kannst beten. Okay. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, wir beten zu dir, Herr, und danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns täglich die Möglichkeit gibst, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, Herr. Dass wir auch erkennen, dass es so unreine Geister gibt, Herr Jesus Christus, dass sie sich manifestieren in Menschen, Herr. Und dass sie bösartige Dinge tun wollen, Herr Jesus Christus. Aber dein Evangelium leuchtet in der Finsternis überall, Herr. Und du hast deine Diener, die für dich arbeiten, Herr. Und wir danken dir, dass du uns benutzt, Herr, um dein Reich mit Seelen zu füllen, Herr Jesus Christus. Denn du bist die Wahrheit und der Weg und das ewige Leben, Herr. Und dir zu dienen, ist eine Ehre für uns, Herr Jesus Christus. Wir lieben dich und ehren dich, Herr Jesus Christus. Bitte helfe den Menschen, zu dir zu finden, Herr. Alle, die nach dir fragen, auf der Suche nach dir sind, zeig dich ihnen, Herr. Gib ihnen Zeichen, Herr Jesus Christus, dass du der wahrhaftige Gott bist, Herr, den sie brauchen, Herr. Bitte vergebe uns all unsere Übertretungen und reinige uns mit deinem heiligen Blut von aller Ungerechtigkeit, Herr Jesus.
Und in deinem Namen werden sich alle Kniere beugen, die im Himmel und auf Erden sind, Herr. Und wir werden alle bekennen, dass du der Herr bist, zur Ehre Gottes des Vaters, Herr. Hab Dank für alles, was du in unserem Leben tust und noch tun wirst, Herr Jesus Christus. Bitte segne auch die Geschwister, die tagtäglich leiden müssen, Herr, um deines Namens willen, Herr Jesus Christus. Und gib uns weiterhin Kraft, durchzuhalten und auszuharren. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Ja gut, dann okay. Gottes Gott Segen, ja. Okay, ja, bester Vortrag, Reza Arapo, Illuminati entschlüsselt, das heftigste Vortrag. Ja, ihr könnt ihn ja screenshotten, Leute. Screenshottet das und ja, schaut euch das an. Na gut, gute Nacht, Gottes Segen und ja. Okay, Gottes Segen, ihr wundervoll.